Also scheint, als wäre ich hier falsch. Aber mal ehrlich, bin ich hier so total falsch, dass man hier mit niemandem reden kann? Also falsch bin ich zwar irgendwo schon, aber doch auch nicht so ganz. Neben mir steht Ulle Schaufs, also der andere Krefelder Wahlkreis, also zwei Krefelder Abgeordnete. Man versucht ja doch irgendwie was für seine Heimatstadt auch zu erreichen, ohne es unfair zu machen. Ist es dir dabei wichtig, dass das eigentlich sozusagen nur immer grüne Sache ist? Oder kann man da unterscheiden, wann ist es Parteipolitik und wann ist es Wahlkreispolitik? Wie hältst du das? Also ich weiß ganz genau, es gibt natürlich Sachen, die uns auch politisch an die Farbe ein Stück weit binden, wenn es um Klima- und Umweltpolitik geht. Bin ich der Stärkere? Gleichstellung, ganz klar, Otto. Ganz klar, da ist sie Umweltpolitik. Stark. Da ist sie übrigens, ne? Stark. Freiheit für SUVs, ganz klares Thema von Otto. Aber wenn sie Elektro sind. Genau. Nein, der Punkt ist einfach, dass ich denke, ich bin da relativ pragmatisch. Es gibt Sachen, da sind wir ganz klar auch parteipolitisch unterwegs, du und ich. Aber es gibt Dinge, da sind wir auch, glaube ich, in den letzten Jahren bewiesenermaßen auch, halten wir zusammen, wenn es um die gute Sache für Krefeld gemeinsam geht, vor allen Dingen, wenn wir da auch beide hinterstehen, wenn wir zum Beispiel Haushaltssachen, die du ja in der Hauptverantwortung im Haushaltsausschuss auch machst, da wirklich auch für Krefeld viel rauszuziehen, aber eben auch zum Beispiel im Kulturbereich oder auch bei anderen Fragen, wo es darum geht, dass Kommunen auch gut finanziert werden können, auch immer unsere Stadt Krefeld, aber auch Moers, Neukirchen, Flüen oder auch deinen Bereich Korschenbruch und andere Meerbusch im Blick zu haben. Ist der Druck für dich dann groß, dass du als Bundestagsabgeordnete sagst, ich muss jetzt aufpassen, dass wir hier nichts beschließen als grüne Fraktion, was möglicherweise die Kommune in Krefeld, meine Fraktion als Grüne, anders sieht als ich hier in Berlin? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass es total diametral unterschiedliche Haltungen gibt, die sich kommunal anders widerspiegeln als in der Bundesebene. Also total nicht, aber ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich jetzt sehe. Ja. Wann immer es um die Frage geht von finanziellen Übernahmen, also wir sagen zum Beispiel, Kommune, ihr müsst jetzt das und das machen und es wird nicht nach Meinung der Kommune ausreichend bezahlt, dann komme ich als Haushälter und sage, ja Moment, wir können ja nicht alles bezahlen, auch die Kommunen haben Geld. Auf der anderen Seite kommen aber die Kommunen und sagen, ja, wenn ihr das bestellt, müsst ihr das auch bezahlen. Ich komme dann und sage, aber an anderer Stelle haben wir euch doch entlastet. Da kommen ja dann auch Schwierigkeiten, weil wir haben ja bestimmte Zuständigkeiten, die wir hier im Bund gar nicht haben, aber wo wir den Kommunen doch ziemlich viel auferlegen. Ja, aber ich glaube, dass die Haltung, die du oder die ihr zum Beispiel in Bezug auf die Finanzierung, Ausfinanzierung der Kommunen habt, im Bund eine andere ist als in der kommunalen Ebene. Und das ist bei uns Grünen tatsächlich nicht so unterschiedlich. Gut, ich würde jetzt an der Stelle ergänzen, erstens, als erstes musst du gucken, kann der Bund an anderer Stelle die Investitionen leisten, indem er auf bestimmte Subventionen und sonstige verzichtet, übrigens auch auf klimaschädliche Subventionen verzichtet. Natürlich. Und dann mache ich das erstmal. Und wenn dann nicht mehr genug Geld für Investitionen da ist, dann können wir darüber reden. Aber gehen wir mal noch mal weg. Zum Schluss noch was anderes. Lieblingsplatz in Krefeld? Es gibt schon schöne Orte. Also ich bin schon auch gerne im Stadtgarten zum Beispiel. Es ist ein bisschen wie New York. Da hast du keine Beete um die Bäume, sondern hast du unmittelbar, kannst du dich an den Baum lehnen, die Augen zumachen oder ein gutes Buch lesen. Von mir aus, das finde ich auch ganz interessant, das mit dem Grün stimmt. Es ist für mich eine kleine grüne Großstadt. Das ist, glaube ich, das, was man damit ist, mit einer enormen Versorgung und allem. Gerade auch was Schulen angeht, Kindergarteninfrastruktur. Wir haben da sehr, sehr viel. Und wir haben mit Haus Lange, Haus Esters, einer meiner Lieblingsplätze, zwei Mies van der Rohe-Gebäude, um die uns, glaube ich, ganz Deutschland beneidet. Und wir haben, glaube ich, das kann man sagen, unter den Abgeordneten ein vernünftiges Verhältnis. Also wir streiten uns in der Sache, aber nicht als Menschen, denn dafür, glaube ich, schätzen wir uns zu sehr. Da will ich gar nichts mehr hinzufügen. Hat der Otto recht? Hat er nicht immer, aber hier hat er recht. Auch sie hat manchmal recht. Oh, ja, hier fühle ich mich dann doch ein bisschen wohler.